Hallo und herzlich willkommen bei Monster Hunter World. Ja, jetzt letztes Mal ist der Livestream über meine neue Elgato Capture Card. Ist die billigste Version. Ja, leicht aufgeregt, zitter, zitter. So, wo waren wir letztes Mal? Da. Dieses schwarze Monster. Wir sind ihm schon einmal begegnet. Ein Energigante. Erscheint und verschwindet ein Energigant, fallen stets mit einem bestimmten Ereignis zusammen. Ganz genau, der Ältestenwanderung. Ich hatte schon so einen Verdacht, aber dieses Erscheinen beweist, dass es einen Zusammenhang gibt. Ich Wir sind frage anscheinend nicht mich. die Einzigen, die an dem Sora-Markt daraus interessiert sind. Ja, was will der damit? Will das zähmen? So, wo gehen wir hin? Ich sag, wir gehen gleich mal auf die nächste Quest. Das Video für die vorherigen Quests ist leider noch nicht hochgeladen. Das dauert bei mir ein bisschen. Beschissene Verbindung. Ja. Anmeldebonus. Den habe ich ganz vergessen. Gebratenes Steak und Superglück-Gutschein. So. Was will die Katze von mir? Hey, Muskelkatze. Hast du deine Steroide genommen? Bist du interessiert daran, für die Kantine weitere Zutaten zu beschaffen? Das wäre was. Kümmere dich um die Quest, nur das Gelbe im Wald, dann wird das Menü stramm wie ein Waschbrettbauch. Der hat nur seine scheiß Training im Kopf, Alter. Ohne Eigelb in der Kantine nichts los, besorg mir ein. Mein Protein. Alles klar. So, Expedition. Achso, wir haben ja keine Quest dafür. Zeig mal. Aufgaben. Nee, ich muss ja auf die Expedition gehen, es geht ja so. Stimmt, da ist es sogar schon. Ach du Scheiße, wie viele Gebiete gibt's denn da noch? 1, 2, 3, 4. Okay, drei Gebiete. Schauen wir mal. So. Ich bin mal gespannt, was wir alles in der Schlucht finden. Das Gebiet habe ich noch gar nicht angeschaut. Ich habe es zwar heute Mittag erreicht, aber da habe ich bloß den riesen Godzilla-Verschnitt versucht zu fangen. Als Quest. Als ob man so ein riesen Vieh fangen kann. Was für Trottel. Und dann rumheulen sie, haben mir die ganzen Ressourcen verbraucht. Ja. Na komm. Gut, wir sind da. Ach was, wer hat dir das verraten? Erstmal müssen wir einen Weg finden. Oh, ich finde die Gebiete schon echt geil aus. Was ist hier? Kann ich hier runter? Nee, ist nicht gut, wenn ich hier runter gehe. Was wollt denn ihr alle hier? Das ist wenn mein wir in Gebiet. Diese Richtung gehen, kommen wir weiter. Forschungsjäger. Oh, der Kinsekt. Wow, der Spalt ist so riesig, man sollte die Kraft eines Drachenältesten nie unterschätzen. Mir ist klar geworden, dass ich mich auf das Wichtige konzentrieren muss. Als erstes muss ich den Spalt untersuchen. Ja, immer den Spalt untersuchen. Hoho. Urungeduldige Biologin. Da brauchen wir doch einen Storch. Siehst du, wie groß die Spalte ist? Auch dieser Spalt ist. Erstaunlich. Okay, die labern nur Scheiße. Wo ist meine eigentlich hin? Oh, die ist schon da oben. Hey, bist du das die andere? Ja, sanfte Viererin. Diese Namen, Alter. Der Sora-Markt daraus ist direkt durchgebrochen. Wir haben ihn nicht einmal verlangsamt. Ich schätze, auf der anderen Seite ist irgendetwas sehr Wichtiges. Meine Fresse, das Ding ist so scheiß groß wie ein Berg und hat einen Vulkan auf dem Rücken. Die ganze Kacke hätte ich euch vorher schon sagen können, aber nein, auf mich hört ja wieder keiner. Schau dir diesen Riesenspalt an. Das zeigt die Kraft eines Drachenältesten. Nein, das ist nur ein Drachenältester, der wo so scheiß groß ist wie ein Berg. Ich hab's gerade gesagt, hört mir denn keiner zu? Ach, das sind die zwei anderen Waschlappen. Ach, wie schön, dass ihr auch mal unterwegs seid. Spitzenmäßig. Schau dir diesen Spalt an, ich habe mich noch nie so klein gefühlt. Ziemlich beängstigend, was? Ach Gott, red halt voll mit mir.
Der hat so viel Text, Alter, wie ein Brot. Und ich rede nicht von Bernd das Brot, der redet ziemlich viel. Wir müssen uns hier in Acht nehmen, um nicht zu fallen. Keine Sorge, das haben die Entwickler schon für gesagt. Oder? Ja. Das wäre es jetzt gewesen, wenn ich jetzt da runterfliegen könnte. Mich interessiert viel mehr, was da für Viecher rumlaufen. Weißt du, wir sind bald da? Ja, kann man hier jetzt bloß durchlaufen durch den Scheißspalt oder was? Durchquere den Spalt die große Schlucht. In der großen Schlucht. Wow. Korallenhochland. Oh geil, da ist diese buschige Fledermaus in den Trailern. Aber schau das geil aus. Hype Train. Zug, Zug. Ein Thomas die Lokomotive. Klar. Lauf einfach in unbekanntes Terrain rein. Während ich hier mit der Waffe stehe und du nix hast. Ja, siehst du? Komm schon, hier entlang. Ist kein Wunder, dass die Dummen zuerst sterben. Klar, wenn die runterbringt, spring hinterher. Saubere Landung, 9 Punkte. Wer ist denn das jetzt schon wieder? Auch ein Jäger. Oh, Jägerin. Ja klar, laden. Kenne deine Umgebung. Es gibt zig einheimische Kreaturen. Ach, bla bla. Das sind schon ziemliche Pfeifen, Alter. Wenn man sie nicht selber steuert, sind sie dumm wie Brot. Forschungsbasis. Ach, das sind die... Na, sag's mal. Die, wo mit dem Luftschliff... Zungenknoten... Mit dem Luftschiff. Alter, was ist jetzt los? Mit dem Flugschiff. So. Da. Bist du wach? Ich weiß nicht, wo wir sind. Was zur Hölle? Meisterin der dritten Flotte. Die hockt da, raucht ihr Crack, Alter, und. Okay. Hm? Oh, hallo! Hä? Was soll denn das? Was soll das immer diese Pausen dazwischen? Du bist wach! Erinnerst du dich, wie du gefallen bist? Ein gemeinsamer Bekannter hat euch im Tal schlafen gefunden und euch hierher getragen. Aber wichtiger noch. Glückwunsch, du hast die dritte Flotte gefunden. Ich bin ihre Anführerin, sofern das überhaupt noch von Bedeutung ist. Ja, ist mir kein Wunder, dass das dich nicht interessiert, wenn du ganz wahrscheinlich hier rumhockst, Bücher liest und dich zukiffst. Und das hier ist unsere Forschungsbasis. Unsere Falle besteht ausschließlich aus Gelehrten. Wie zur Hölle habt ihr da überhaupt überlebt, Alter, wenn ihr nur Gelehrte seid? Zu welcher Flotte gehörst du? Und wie bist du hierher gekommen? Was ist in der großen Schlucht passiert? Was ist jetzt passiert? Achso, jetzt haben sie da alles erzählt. Alter, wie halt überall alles qualmt im Hintergrund. Weißt du, das sind die Meisterkiffer auf der Insel wahrscheinlich. Verstehe. Dieser Zora Magdaros war also auf Ältestenwanderung und er ist durch die große Schlucht gebrochen, als ihr ihn fangen wolltet. Nun, vielleicht können wir nach all der Zeit endlich das tun, wofür wir hergekommen sind. Ich muss sagen, ich bin angeregt. Oder bekifft. Lass uns keine weitere Zeit vergeuden. Wir müssen die Spur des Zora Magdaros finden. Eine Expedition ins Korallenhochland könnte ergiebig sein, meinst du nicht? So nennen wir das umliegende Gebiet aus naheliegenden Gründen. Eine nette gründliche Expedition sollte genügen, um die Geheimnisse des Hochlands zu ergründen. Das ist eine gute Idee, meinst du nicht? Klar, alles klingt gut, wenn man bekifft ist, oder, Alte? Ja, okay, ich höre schon auf, die bekifft zu nennen. Ich weiß, dass es eine gute Idee ist. Ich hatte sie, also dann los...
Ich mag die jetzt schon, ne? Expedition ins Korallenhochland klingt mir nach einer guten Idee. Ja, klar. Die müssen ja nicht raus. Weißt du, wenn ihr alle so kleine scheiß Forscher seid, wie habt ihr das alles aufgebaut? Ihr seid doch so dumm, wahrscheinlich irgendwas zu bauen. Verschmelziter? Ich lese das schon richtig, oder? Verschmelziter? Was zur Hölle geht mit dir, ey? Tagchen. Yoda, möchtest du das nehmen? Es ist ein Talisman. Meine Forschung dreht sich nur darum. Ich glaube, er verbessert deine Ausrüstungsfähigkeiten oder verleiht dir sogar eine neue. Los, probier ihn mal aus. Seit ich im Korallenhochland gestrandet bin, habe ich die Einschmelztechnik für der ersten Viverianer studiert. Es war ein langer, mühseliger Prozess, aber endlich ist es mir gelungen, diesen einen Talisman zu produzieren. Boah, Alter, diese Stimme zu machen, ich lese mal normal vor. Ich habe schon lange darauf gewartet, dass ein Jäger vorbeikommt und ihn ausprobiert. Geh für mich liebevoll damit um, ja. Boah, Alter. Talismane sind Ausrüstungsstücke, die Fähigkeiten aktivieren können. Es kann immer nur ein einziger zur gleichen Zeit getragen werden. Ja klar, die sind so groß, dass man nicht einfach 10 Stück umschneiden kann. Ist mir klar, ist in jedem Spiel so. Oh mein Gott, ich habe 10 Finger, ich kann aber nur einen Ring tragen oder so. Was? Hurricane? Da ist mein Haustier. Gut, eigentlich ist es mein Partner, aber nimm das mal Haustier. So, was geht hier? Okay. Ach, da ist der Mo. Ist das Ding für ein Luftschiff oder so? Ne, schaut aus wie eine riesige Kurbel. Egal, gehen wir ins Korallenhochland, dafür sind wir ja eigentlich hier. Bevor die andere so dumm war und abgestürzt ist. Was? Das ist das komplette Korallenhochland? Wollt ihr mich verarschen? Ist das nicht ein bisschen groß? Da gibt's nur 4 Gebiete. Also, wobei man die Schlucht nicht als Gebiet bezeichnen kann. Gehen wir halt mal hin. Metzeln ein paar Monster. Weiden sie aus. Metzeln noch mehr Monster, weiden noch mehr aus. Bauen uns was draus. Metzeln noch mehr Monster, weiden noch mehr aus. Ich glaube, ich wiederhole mich. Habe ich schon erwähnt, dass wir sie ausweiden? Wahrscheinlich gehe ich jetzt dahin und werde als erstes gleich mal abgeschlachtet oder so. Passiert, wenn man große Fresse hat. Ja, lad halt noch schneller. Das ist das Einzige, was mich stört. Monster Hunter schaut geil aus, Monster Hunter spielt sich geil, Monster Hunter ist geil. Ladezeiten sind scheiße. Also ziehen wir eins ab und geben 99%. Ah ja. Scheint, als würde ein Monster namens Tsitsi Yakun. Nichts kann uns aufhalten. Und wo wir gerade dabei sind, lass uns nach einem guten Lagerplatz suchen. Ja, der taugt auch hier überhaupt nicht, ne? Oh, das gefällt mir geil, Mann. Was zur Hölle ist das? Irrlichter? Geil. Wow. Abwärts! Hä? Wow. Wo kann ich euch mitnehmen? Was ist das? Das schaut aus wie so Kolibris. Geil. Oh, was ist das? Schneekraut. Ah, ich befürchte, ich brauche eine Eisrüstung. Oh, was seid ihr? Fußspuren. Ich kann euch killen, oder? Komm her. Verdammt. Ich habe noch keine Steine gefunden, ne? Einfach. Mist. Ich brauche Steine, ich will die runterschießen. Oh. Sehr geil. Komm her. Klar. Gut, dass das Trefferfeedback voll passt. Wo ist der? Aber jetzt komm jetzt endlich mal runter da. Ihr wisst mich jetzt verarschen.
Achso, ich kann mich da hinhängen, ne? Ach, das ist ein Flugdrache, na super, die kann ich glaube ich gar nicht umbringen. Was zur Hölle ist denn das für ein Vieh? Okay. Fette Würmer. Aber hier überall. Ah, was haben wir hier? Noch mehr Schneekraut. Hm. Kein Wunder, dass die ganze Zeit zugekifft sind, wenn es hier überall Schneekraut gibt. Oh. Versteht ihr, was ich meine? Ja, ja. Ja, ich weiß, der Witz wird langsam alt. Noch mehr Fußspuren. Rotkern? Nee, nehmen wir nicht mit. Schallbeere. So, yeah, Honig. Honig ist immer geil. Was ist denn das? Hm, gut, Knochenhaufen. So. Ja, ist ja gut, ich nehme die Fußspuren auch mit. Stufe erhöht. Oh. Ein Vieh, was einblenden kann, leck mich. Tsitsiyaku. Ich frag mich. Ja, die sind bekifft, Alter. Komm her. Okay, ich zieh bloß 17, aber das gefällt mir gar nicht. Alter. Nein, 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 nein. Scheiße, der erwischt mich ja doch. Hörst du auf? Okay, wenn man hinter ihm steht, macht's nichts aus. Du kleines Arschloch. Wow. Behalt deine Griffe mit. Der will mich verarschen. Ja, gib mal her. Sehr brav, Kätzchen. Bin hier übrigens auch zu zweit. Oh Gott! Hinter ihr. Hahaha. Ich habe auch meine Katze hier. Ja, ja, ja. Jetzt bin ich ausgewichen. Ach, scheiße. Lass mich doch mal in Ruhe mein Schwert schleifen. Wie will ich dich umbringen, wenn du mich störst? Weißt du, kein Respekt. Bleib schön da unten. Geronimo! Ja, toll. Was soll denn der Mist jetzt? Okay, der kommt wieder runter. Der kommt wieder runter. Und zack. Na komm. Hopp, ich will deinen Schädel traktieren. Ich will das, was du auf dem Kopf hast. Oh, verdammt. Ich habe auf meine Energie nicht aufgepasst. Trank. Zieh dir mal Zeug rein. Komm, komm. Alter, bleib weg. Ist nicht wieder kalt, der hatte doch so Schrammen auf dem Rücken. Na komm her. Ah, fuck. Hör auf wegzurennen, du feige Sau. Ich komme. Hä? Hab ich den erst abgeerntet? Scheiß drauf. Immer gut.
Geht aus dem Wege, komischen Schlangenviecher. Ich soll doch mal eine Ration futtern. Ich hab keine Ration dabei. Boah. Selber schuld, wenn sie sich umdrehst. Ich kann nichts dafür, wenn mein Schwert dich im Kopf trifft. Oh. Ist gut, dass man den Winkel sieht. Ja, ja, ja. Na, komm her. Oh, du dumme Sau. Wie er mir seinen Schwanz ins Gesicht klatscht. Zweideutig. Hör doch auf, dich zu bewegen, wenn ich auf deinen Kopf ziehe. Alter, behalt mal deinen Schwanz bei dir. Du kleine Mistsau. Hey. Ja, ja, jetzt bringt er mir... Ja, genau, gib her. Boah, scheiße. Okay, hab mich doch mal erwischt. Ja, lenk ihn ab, während ich benommen bin. Ah, das wäre jetzt so ein guter Treffer gewesen. Hä? Ah, ja. Und zack! Ist jetzt sein Scheißding. Ja, hab mich doch gar nicht erwischt. Lüg doch nicht. Keine Chance, siehst du, du schnaufst so schon aus allen Löchern. Stirb einfach weg und die Sache ist gut. Boah, wie er einfach zuhaut. Oh verdammt, oh verdammt. Wie weit geht es eigentlich? Okay, nicht ganz so weit. Geh weg, ich brauche die Vitalwelt. Oh verdammt. Hat er eine Bombe gelegt? Nein, bleib weg, bleib weg, bleib weg. Nee, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Zack, zack. Ich hab jetzt so die Sache gegessen. Ach komm, hättest du jetzt sterben können? Das wäre jetzt so ein cooler Endmove gewesen. Stirb doch endlich! Da kommt, dein Ding ist doch auch schon am Arsch. Der bringt gar nichts, Alter, wenn das Ding im Arm ist. Komm, sprich's aus. Ich will sterben. Oh, was ist das? Stechkapsel. Hat er eigentlich hier irgendwas verloren, was ich aufsammeln kann? Hopp, jetzt rutschen runter. Ach, dann rutscht halt. Ja, komm, die letzten 2 Meter rutscht er jetzt. Hä, das ist doch schon wieder ganz. Wächst das nach? Die Wespen sind aber schnell im Bauen hier. Warte, warte, warte. Für euch will ich auch was mitnehmen. Wir wissen doch, was ich aus euch bauen kann. Selber schuld, wenn du da herstellst. Nee, 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 nee. Samos. Oder Schamos? Nenn mal Samos. Ja, ja, geh weg. Ich nehme ich auch noch mit. Hat er gerade den Felsen zertrümmert? Hör auf, hier die Einrichtung zu zerstören, Mann. Alter, jetzt lebt das Ding noch. Man könnte eigentlich mehr als bloß blöd rumstehen und... Hier schon wieder wegrennen. Weißt du, der kann nicht eine Sekunde warten, um sich umbringen zu lassen. Immer diese... Verdammt, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ach, shit happens. Schaut aus, wie wenn hier überall Blaubeeren wären oder so. Oh ja, ich sollte mich kurz ausruhen. Hä? Wo ist denn der jetzt hin? Ach, da hinten. Ach, wie er schläft. Wie putzig. Wie halt einfach hier hinrennen und... Warte, was kann ich hier alles mitnehmen? Perlenauster. Nö. Oh, ich kann da mehr mitnehmen. Ach komm, das ist ja bloß so Punkte-Scheiß. Ja, nee, dann können wir es behalten. Was ist das hier? Blitzkäfer. Den nehmen wir mit. Da sind bloß Knochen. Na gut.
will dich ja nicht stören bei deinem Schläfchen. Aber ich habe hier eine Aufgabe zu... Hörst du auf, dich zu wehren? Brave Monster lassen sich umbringen. Da kommst du halt ohne Essen ins Bett. Ach, wie er immer noch nicht gecheckt hat, dass das nur nichts mehr bringt. Ach, jetzt stört es mich nicht mehr, wenn ich... Oh, cool. Ach, wie es wieder probiert. Ach komm. Du tust mir so leid. Lass dich einfach ausweiten. Jetzt komm. Komm, ich schick dir noch ein paar andere hinterher und dann bist du ganz alleine. Ah, ich muss wieder Steine. Der lässt mich doch eh in Ruhe, der greift jetzt meinen anderen an. Was zur Hölle? Wo bin ich jetzt? So ein Arschloch. Oh, der kommt freiwillig. Fast hätte ich vergessen, dass er mit seinem Schwanz zuhaut. Alter, für was bist du überhaupt hier runter, wenn du wieder wegrennst? Oh, komm, den hab ich hier noch. Ach, scheiße. Alter, ich werde mich von dir jetzt nicht noch umbringen lassen. Der hält aber auch viel aus, ey. Willst du mich verarschen jetzt gerade? Hau mir auf mit der Scheiße. Er will jetzt wieder wegrennen. Jetzt hör doch mal auf damit. Akzeptiere ein scheiß Schicksal! Ja, mit dem Honig. Wer ist schneller oben? Wer ist schneller oben? Ach, verdammt. Lass man sich hinlegen? Nee, ja, warte mal, bis er sich hingelegt hat. Und... Na also, geht doch. Ja, passt schon. So, Tsitsiyaku erledigt. Tsitsiyaku Schuppe. Tsitsiyaku Leuchtorgan. Und Lederhaut. Was macht das eigentlich? Okay. Suche nach dem Lagerplatz. Ja, wo ist der Lagerplatz? Da oben? Oder hier? Vespuid. Palikos, die Jäger als Teil ihres Trainings helfen. Okay. Ich weiß zwar nicht, was diese Strich dazu bedeuten, aber wir gehen jetzt einfach mal da oben auf. Das heißt, hier runter. Rechts weiter. Oh ne, doch nicht. Ach Gott, ich depp, ich hab doch die Minikarte da unten. Hui! Oh ja, euch nehme ich mit. Ja. Wenigstens einmal musste ich mich vor euch treffen lassen. Schlitzi, Schlitzi. Reisi. Oh, ich soll meine Waffe. Bin gespannt, ob da noch mehr Viecher rumlaufen. Oder jetzt bloß dieser Tsitsi. Was weiß ich hab einen blöden Namen.
Da waren wir noch nie. So, da geht's. Oh fuck, ey, das ist so verschachtelt, der ganze Weg, ey. Ja, gehen wir jetzt mal da auf. Na, warte, da bin ich doch dem anderen hinterher, oder? Nee, doch nicht. Sehr gut. Was ist du? Rotkern. Interessiert keine Sau. Was ist das? Nullbeere. Ach komm, die interessiert auch keinen. Hey, gib mir was Geiles. Ich will irgendeinen Stein abbauen oder so. Loot, 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 Loot. Ach, da ist doch gleich was. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und was gibt's da? Eisenerz. Eisenerz. Noch mehr Eisenerz. Oh ne, Lichtkristall, geil. Ein Haufen Wespen. Der Platz kommt mir nicht koscher vor. Da gibt's bestimmt dann einen großen Fight hier. Bin gespannt, wann ich gehe hier. Oh oh. Ah gut, ich kann das hier noch aufladen. Jetzt dachte ich schon, ich stürze ab, wenn meine Energieleiste oben weg ist. Hey Partner. Hä? Was ist das jetzt hier? Oh oh. Alte Kratzspuren. Alte Kerben. Ach, da ist sogar eine Markierung. Also ich bin auf dem richtigen Weg. Warte, wenn da alte Kratzspuren sind. Ja, als ob ich nicht wüsste, dass da ein verdammtes Monster wahrscheinlich hockt. Halt, Feuernuss hatte ich glaube ich noch nie. Mitnehmen. Oh, kann ich Schießpulver draus basteln. Das hat voll die komischen Füße. Kann ich mehr mitnehmen? Nee. Schau. Hm, ich glaube, wir können hier entlang. Wer weiß, was wir finden. Ja, aber erst will ich sehen, was da ist. Scheinbar nix. Ha. Huh. Noch mehr Fußspuren. Nochmal Fußspuren. Die bringen aber auch fast nichts, wenn ich die jetzt entdecke. Komisch, komisch, komisch. Ja, genau. So. Dieser Ort wirkt sicher. Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Die Forschungsbasis scheint einen neuen Gast zu haben. Willst du nachschauen? Und einen kleinen Happen essen? Ja, klar. Also gut. Hab ich was gehört? Nee, hab ich nicht. Scheiß drauf. Forschungsbasis. Auf geht's. Eieieiei. Das Vieh hat doch mehr ausgehalten, als ich dachte. Vielleicht hatte ich aber auch ein... Entschuldigung. Vielleicht hatte ich aber auch einfach den falschen Scheiß dabei. Sprintextrakt. Monsterknochen L. Und noch eine Schuppe. Monsterknochen S. Korallenkristall. Ich rieche fette Beute. Ja. Wissen wir alles, ob weiter geht's. Interessiert keine Sau. Mal schauen, wer ein neues Stotten ist. Oder ist es dieser Feldkommandant? Nee. Anführer des Jagdtrupps? Anführer des Feldtrupps? Ach, was weiß ich. Die interessiert eh keine Sau. Die machen den ganzen Tag nichts. Die stehen bloß blöd rum, geben mir Quests und ich mach dann die Viecher kalt. Alter, wie ich es halt gewusst hab. Wer hat's gewusst? Ich hab's gewusst. Wie ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. Hä, was? Ich hab doch ein Vieh gekillt. Ach, leck mich. Wie auch immer, du hast Besuch. Yo. Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwerstarbeiter. Ja, habe ich auch gerade erwähnt. Die Meisterin der dritten Flotte hat mir gesagt, dass du viel Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochland in Soramaktaros zu suchen. Nee, eigentlich nicht. Ich habe eigentlich die Viecher bloß gekillt. So war's in der Quest gestanden. Sie meinte auch, dass ihr weit um... Dass weit, weit unter uns dieses Tal der Verwesung liegen würde. Das, was mich auf eine Idee gebracht hat. Tal der Verwesung hört sich geil an. Und schlimm. Vor allem schlimm. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg dorthin zu gelangen. Daher habe ich den Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen. Indem wir sie mit Ballons ausstatten und wieder in ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert.
Oh ja, die ist so begeistert. Die schaut voll begeistert aus. Oh ja, Ballons, so viele du willst. Was, reden wir von Ballons oder Kondom? Ha. Das ist wieder der Feldfuzzi, ne? Ja. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung umgehend begutachten. Hoffentlich können wir dann auch die Spur des Sora aufnehmen. Der Luftschiffingenieur übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Ja, wir müssen die Materialien liefern. Ich muss die Materialien liefern, du Penner. Nach Aussage des Gelehrten sind Materialien von einem Monster namens Paolumu. Genau das Richtige. Wenn du dich um die Paolumu ja, kümmerst, kann ich mich auf die Suche nach den anderen Materialien machen, in Ordnung? Ey, du magst doch nichts, erzähl doch keine Scheiße. Oh, und der alte Mann hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Das ist ein aus Materialien hiesiger Monster hergestelltes Spezialwerkzeug. In Astera hatten sie eine Handvoll biologischer Proben auf Lager, also beschlossen sie, sie zu nutzen. Der alte Mann hofft, dass wir die neue Ausrüstung im Einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt ganz gut nutzen, da bin ich mir sicher. Also dann mal los, viel Glück. Oh ja, ich hätte vielleicht mein Talisman. Gleitermandel. Ballons, der Himmel, das ist alles cool. Fantastisch. Neue Untersuchungsgebiet für Bücher, Objekte können geliefert und du kannst die Ernte einholen. Ja. Warte, wo kann ich die Ausrüstung nochmal? Ausrüstungsinfo. Ist das für ein Talisman? Nee, keine Ahnung. Was bist du? Achso, das ist die andere. Wildexperte. Nee, mit dir reden wir später. Ich will erst zu einer Kiste. Da ist meine Kiste. Ach scheiße, ich kann doch nicht nur da springen. Na, Objektruhe. Ausrüstung ändern. Zack. Verteidigungstalisman. Jetzt haben wir es doch. Kann ich hier. Ist hier eigentlich auch ein Schmied oder so? Ich glaube nicht, ne? Ha. Schüchterne Gelehrte, interessiert mich auch nicht. Ach, das ist. Ach, die haben. Ach, deswegen, die haben nichts gebaut. Das scheiß Luftschiff ist einfach nur ihre Basis. Ja. Oh, Astera kann ich auch wieder zurück. Schmiede. Wir wollen doch wissen, was wir für geilen Scheiß bauen können. Die neue Welt.